don't even get to cross. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Wir spielen heute Roll the Ball von der lieben Entwicklerfirma Bitmango, die dieses Spiel mit 30 MB Größe uns hier darbietet. Und wie, was ich entdeckt habe, als ich in den besten Spiele 2015 im Play Store. Ja, darüber habe ich das gefunden. Und das Spielprinzip ist leicht, das kennt eigentlich auch jeder. Es ist ein Puzzle, es ist von 4x4 Teilen, also 16 Teile insgesamt, und es sind nicht immer 16 Teile, aber die muss man eben so dann zusammenbringen, dass der Ball da durchrollt. Jetzt am Anfang ist es noch ziemlich leicht, da steht dieses Rätsellösen eigentlich erstmal im Hintergrund noch, also so wie ich finde. Und es ist vielmehr wichtig, das in den angegebenen Zügen zu schaffen. Also was weiß ich, in 3 Zügen, 6 Zügen, 8 Zügen, je nachdem. Und was mir sofort aufgefallen ist, es gibt hier Beginner Pack, Talent Pack, Medium, Skilled und Hard. Oh, und hier gibt es noch mehr. Ach du Scheiße, wie viel gibt es hier denn? Die habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Wow, und immer jeweils hier drin gibt es unfassbar viel Levels. 60 an der Zahl. Das ist der Wahnsinn. Und dann gibt es immer Sterne. Dieses Sterneprinzip kennt man ja. 3 Sterne und so sieht das Ganze aus. Es läuft keine Zeit ab. Nur in manchen Leveln läuft Zeit ab. Man kann hier auch Restart drücken. Man kann sich einen Hinweis geben lassen. Und so sieht das Ganze aus. Und jetzt muss man das lösen. Und bevor ich das löse, dann gucke ich immer, ja, wie machst du das am wenigsten? Welche Teile musst du überhaupt bewegen, damit das was wird? Und dann muss man ein bisschen überlegen. Also die Kugel ist hier und wir müssen hier unten in das Goal. Den Start und das Ziel, das kann man nicht verschieben. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Man kann die auch nicht drehen. Das geht auch nicht. Wie macht man das denn? Ah, okay. So, so. Nee. Am Arsch. Moment. So. So. So, so. So, so, so. So, 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 so. Also zumindest haben wir gelöst. Was? Das kann man in 3 lösen? In 3 Zügen? Nein, 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 nein. Nee. Nein. Das Level. In 3 Zügen wollen die mich verarschen? Wie macht man das in 3 Zügen? Ah. Na klar. Oh Mann. Ah. Und das ist eben auch das Schöne an dem Spiel. Dass man dann wirklich diesen Ehrgeiz entwickelt, das zu lösen. Gut, das Lösen ist nicht so schwierig, aber das dann auch in den angegebenen Zeiten, den angegebenen Zügen zu schaffen. Was schade ist, ist natürlich wieder, dass es Werbung gibt, aber einfach Internet ausstellen, dann geht das. Wie soll das denn gehen? Ich habe hier nur eins, was gerade ist, Jan. Das andere sind alle Kurven. Ah, so, 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 so. Okay. Also schneller geht's nicht. Jawohl, 3 Sterne. Easy Game. Oh, 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 Zeit, Sekunden. Was? Hä? Nein, fuck, fuck, was? So. Boah, Alter. Also das war jetzt mal so ein Zeitlevel. Aber ich hab's geschafft, zwar in 15 Zügen. Fuck doch die Bitch ab. Nein, nein. Oh, Mano. Zeitdruck. Ja, ist gut. Restart. So, 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 so. 5 waren's, ne? Waren's 5 Züge? Ja, ich glaube. Jawohl. Next.
Jetzt haben wir ja wieder Zeit, das zu lösen. Machen wir das am besten so. So. Nee. Scheiße! Restart. Also das kommt hier rein. Dann so. Okay, gelöst habe ich es aber. In acht Zügen. In acht Zügen. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig, dass das. Das kann ich jetzt aber ja gar nicht mehr lösen. Ach, na klar, so. Scheiße. Hä? Nochmal. Was? Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich mach das so. Boah, das ist jetzt das erste Level, wo ich mal richtig überlegen muss. Also die ersten 28 waren eigentlich ziemlich einfach. So, da sind wir uns einig. Dann so. Das, 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 das. Das waren acht, ne? Insgesamt. Mann! Next. What? What? So, so, so. So, so. Ha. Okay. Oh, komm. Level 30 war jetzt einfach. Also das war jetzt einfach. Nochmal. Noch eins. Manchmal ist man dann noch ein bisschen blind, würde ich sagen, im Lösen dieser Dinge hier. Boah, das sieht aber. Was hier drin? Nee, am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Was? Hä? Wie soll das denn funktionieren? Soll das denn gehen? Nee. Quatsch. Boah, 30 Züge gebraucht. In 8 ist es möglich. In 8 Zügen. Dieses brauchen wir nicht. Haha. Okay. Gut. Naja. Also wie gesagt, mir gefällt das Spiel echt gut. Es ist echt geil, so zum Gehirntraining früh morgens in der Bahn oder sonst irgendwo. Es macht wirklich viel Spaß.
Ich gebe dem Spiel 8 von 10 möglichen Punkten. Da Werbung nervt. Und es hat eben. Naja, es hat. Da fehlt noch so ein bisschen was. Es würde noch. Irgendwas fehlt hier noch. Aber auf jeden Fall ist es ziemlich geil. Und es macht auch wirklich Spaß. Man entwickelt wirklich dann einen Ehrgeiz, dieses Level zu lösen. Und das gefällt mir eben sehr gut. Also Leute, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Review. Ciao.